Ho, ho, ho. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi das Rentier und der Bier-Adventskalender von Kalea. Wir drücken gleich mal hier rein, dass nicht die Snacks alle im Waschbecken versinken. Was ist denn los mit dir? Du bist ja heute wild, wie eine Wildsau. Eigentlich hat er gar nichts gemacht, aber ihr seht schon, heute ist das 24. Türchen dran. Der Ramses hat sich einen Bart wachsen lassen. Normalerweise hätte ich einen anderen Pullover an, aber den habe ich nicht gefunden. Und deshalb muss ich den später mal in einem anderen Video wieder rausholen. So, wir haben heute das 24. Türchen vom Adisheim Adventskalender. Das ist das größte Türchen im ganzen Kalender. Das finde ich immer schön, wenn man sieht, dass der 24. was ganz Besonderes ist. Wir machen das jetzt auf und haben darin eine Tüte und eine zweite Tüte. Die sind ja richtig gewitzt. Die haben einfach zwei Tüten da reingepackt, ne? Wenn man denkt, man kriegt was Besonderes. Nein, man kriegt einfach das Gleiche wie immer, nur halt doppelt. Das ist dann auch besonders genug. Passt aber sehr gut, da wir ja, glaube ich, in dem anderen Kalender kein Essen haben, sondern einfach nur wieder mal ein Spielzeug. So hat er seine doppelte Portion Vitamine und Naschen hier in diesen zwei Tüten. So, Günzburg, wo ist es denn jetzt hingefallen? Heb das mal noch auf, tu es mal da rein. So, geht gleich die zweite Tüte auch noch hinterher aus Günzburg. Genau, hier noch ein. Jetzt ist es mir selber runtergefallen. Da hebt man es auch noch auf. Was haben wir jetzt hier in diesem Kalender? Da waren alle Türchen ja gleich groß. Hier gibt es aber natürlich auch die 24. Die machen wir jetzt hier auch mal auf und sehen eine kleine graue Maus. Seht ihr die Maus? Ich sehe eine Maus. Da wundere ich mich, wie viele, warum Kat? Das ist so ein Klischee, dass Katzen immer auf Mäuse stehen. Alles, was hier drin war, sah aus wie Maus. Jetzt habt ihr das nächste Ding. Das ist wenigstens nicht so eine Holzmaus wie die letzte, die einfach nur in der Ecke lag. Das ist eine Plüschmaus mit Schwanz. Adi, da ist ein Schwanz an der Maus. Und ich glaube, riecht die vielleicht nach irgendwas? Das ist eine Spezialmaus. Adi, guck. Findest du diese Maus interessant? Guck, die will spielen, die zappelt noch. Adi, Adi, Schatz, die Maus. Die Maus, die zappelt die Maus. Die werden wir jetzt erstmal auch ins Waschbecken reinlegen. Und gucken, was passiert. Er greift auf jeden Fall hier. So. Wir probieren das nochmal. Wir nehmen die Maus und werfen die Maus in das Waschbecken hinein. Einmal rangegriffen. Das ist sehr schön. Da wird der Kopf geschüttelt. Die Maus wird... Dankeschön. Die Maus wird verschleppt. So, weg mit der Maus. Ach da, jetzt habt ihr gesehen, da liegt noch das Handtuch in der Wanne und badet sich gerade. Das ist ein intimer Moment. Kommen wir aber zum Türchen Nummer 24 im Weihnachtskalender. Hier hatten wir die 23 hier unten, da war eine blaue Mütze drin. Aber normal ist Weihnachten ja rot, deswegen ziehen wir jetzt die 24 auf. Wir sehen über der blauen Mütze eine rote Mütze. Da bin ich mal gespannt, ob bei der Shania auch da ein Bad Santa drin ist, wie bei jedem Kalender von Kalea. Oder was ganz anderes, weil es ja ein besonderer ist. Und ob der auch eine Mütze trägt. Hier klassisch wieder dieses Bad Santa Weihnachtsbier mit Mütze. Wir ziehen mal die Mütze ab. Wir haben einfach einen schwarzen Deckel, komplett schwarz. Und hier oben steht Bad Santa
X-Miss-Spitzel. Das ist alles abgekürzt, da fehlen die Vokale. Edition 2022. Das sieht eigentlich cool aus, muss ich sagen. Vor allem das X-Miss-Spätzle. Dann die 22. Richtig groß. Das ist, glaube ich, die schönste, die beste, die jugendlichste und frischeste Bad Sender-Edition von Kalea, die ich bisher gesehen habe. Das glänzt auch alles wie Speckschwarte. Und dann habt ihr hier unten Bad Santa. Dieses normale Bild haben wir jedes Jahr bisher gehabt. Aber dieses Mal wirkt es nochmal viel edler durch diesen roten Rahmen, diese rote Umrandung. Hier steht auch Sender Ghost Gypsy Brewing Raschhofer. Diesmal hat Raschhofer also das Bad Santa gebraut. Bad Santa India Pale Ale. Das kann schon nicht schmecken, das weiß ich jetzt schon. Da steht nochmal die X-Mess Spätzle drauf. Und hinten haben wir noch einen ganz großen, langen Text. Hier denkt ihr, da steht Lidl, aber das ist die Beer Brewing App. Die Beer Tasting App. Und was steht jetzt hier drauf? Bad Santa X-Mess Spätzle IPA. Jährlich besucht Bad Santa eine andere Brauerei und lässt sich dort sein Fläschchen füllen. Als er zufällig in Altheim im oberösterreichischen Innviertel vorbeikam, konnte er dem fruchtig frischen Hopfenduft nicht widerstehen. Weil er sich hier so wohl fühlte, hat er zusammen mit der Innviertler Brauerei Raschhofer ganz besonders viel edlen Hopfen in diese obergärige Bierspezialität gepackt. Weitere Informationen zu diesem Bier, inklusive einem Interview mit dem Braumeister, findest du in der Beer Tasting App. Das ganze Ding hat 5,6%, hat normales Bild wie hier gezeigt, aber auch, dass hier diese in dieser Bauchnote mit Rot nochmal Indian Pale reingeschrieben ist. Roter Hintergrund, weiße Schrift, mit Weiß umrandet, finde ich, sieht das schon jetzt aus wie eine Flasche Glühwein. Muss ich sagen, insgesamt cooles Design, gefällt mir. Ich würde 5 Punkte geben, vor allem auch wegen der Weihnachtsmütze. So, machen wir es mal auf. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Aus. Adi, aus. Ausschaut. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist er denn? Hier. So, reingefüllt den Humpen. Das ist für Thumbnail, da muss man immer gucken. Aber eigentlich bin ich ja betrunken. So, wir füllen das Bier in die Flasche. Wir fühlen weiter. So, wir müssen gar nicht ganz einfühlen, das ist egal, heute geht's ja um gar nichts. Oi, da läuft die ganze Soße runter, das ganze, boah, alles auf die Hose. Sehen Sie das, wie das hier läuft? Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Wie konnte denn da nur so viel Schaum herkommen? Wir tun es mal hier rüber, jetzt ist der ganze Boden nass. Geh mal raus hier, du Saubeine. Eieiei. Ja, die Hose, das ist jetzt meine neue Lieblingsbierhose. Die riecht wie eine ganze Brauerei. Wie sieht's aus mit der Farbe? Wir haben ein sehr trübes Bier. Mit einer doch recht hellen Farbe. Könnte ein bisschen kräftiger sein. Könnte ein bisschen klarer sein. Ich würde hier 2 Punkte für die Farbe geben. 2 von 5. Geruch. Ich habe gar keine Nase. Erst riecht man gar nichts, dann riecht man doch etwas und jetzt bin ich mir total unsicher, aber es riecht auf jeden Fall nicht verkehrt. Es ist Geruch vorhanden. Ich würde
Jetzt rieche ich wieder nichts. Daher schwank ich zwischen 3 und 4. Ich gebe eine 4 für Geruch, denn das, was auf meine Hose geflossen ist, hat sehr gut gerochen. Die Hose riecht sehr gut. Wir riechen einfach an der Hose. So, das sind 4 Punkte. Das finde ich sehr gut. Jetzt noch der Geschmack. Denn das ist ja das Wichtigste. Der Rest bringt ja alles nichts. Ein bisschen Seife ist vorhanden, ein bisschen bitter, ein bisschen herb, ein bisschen Spülmittel for life, aber nicht zu herb, nicht zu bitter. Es ist ein Pale Ale, die sind halt so, aber trotzdem ein gutes Pale Ale. Wenn wir das so sagen wollen, ein gutes Pale Ale reicht für mich aber trotzdem irgendwie nur nach einer 3. Ist für mich nichts was ich unbedingt trinken muss und möchte und wieder brauche. Ist aber nicht so schlimm wie die anderen, deswegen erreicht es auch hier gut das Mittelmaß. Boah. Das heißt, 5. Haben wir zuerst 5, 5, 2, 4, 3. Da ist einfach alles dabei. Das war's von diesem Jahr. Der Bier-Adventskalender Türchen 1 bis 24. Welches war euer Lieblingsbier? Welches hat euch besonders gut gefallen? Vom Etikett her ist es vielleicht sogar das. Schreibt's mal in die Kommentare. Und euch noch ein besinnliches Weihnachtsfest, denn heute ist der 24. Es gibt bestimmt Bescherung heute, 18 Uhr, wenn ihr eure Wiener Würstchen mit eurem Kartoffelsalat esst und trinkt ein Bier dazu, das mundet immer nu. Ne, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und heute Abend 18 Uhr gibt es eine Premiere auf dem Kanal Dicke Weihnachten, MC Ramses und Isbo. Wir sind die Weihnachtsmänner, wir bescheren euch. Schaut euch das mal an. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Ho, ho, ho. Klingelt's.